Ein Sommer auf der Alp. Jedes Jahr ein Traum für das Älplerpaar aus dem Prättigau. Jetzt merkt man, der Sommer hat kommt Freude. Brutal. Ja, das soll ich auch. Am Seealpsee im Alpstein wagt ein deutsches Paar aus Hamburg einen kompletten Neustart. Das ist hier echt wie ein Paradies. Paradiesisch haben so die Geissen von Martina Haller oberhalb von Grindelwald. Darum kommt sie schon zum siebten Mal hier rauf. Je mehr Jahre sie gegangen, desto schöner wird es jedes Mal. Das ist SRF bei den Leuten. Alp. Auf dem Stessi-Boden im Berner Oberland ist es noch ruhig. Nur gerade die Senin Martina ist hier. So eine Alpzeit braucht Vorbereitungen. Das erste Mal den Stall aufmachen ist auch immer spannend. Jetzt haben wir dieses Jahr eben mehr geissen und dann haben wir hier müssen anbauen oben, damit die Stallfläche genug gross ist. Dann pinkeln sie einander hier auf den Kopf. In ein paar Wochen kommen fast 70 Geissen. Und jetzt finde ich es mega schöne Zeit, um es vorzubereiten, weil man noch ein bisschen gemütlich nehmen alles und sich Zeit nehmen, alles schön machen. Und es ist so eine riesige Vorfreude, wenn es dann losgeht. Und man weiss noch nicht so genau, eben, wann kommen die Tiere, wann kommen die Zäune, die kommen dann an einem anderen Datum und wann soll ich die Hühner holen. Und das ist immer alles noch so ein bisschen spannend. Also immer noch, auch finde ich, nach so langer Zeit auch. Für die Martina ist es schon der siebte Alpsommer mit dem Blick auf Eigermönch und Jungfrau. Also ich habe eigentlich ursprünglich Psychologie studiert und nach dem Studium schon immer das Gefühl gehabt, dass es selber schwierig wird für mich, irgendeinen Job zu finden in Anführungszeichen im normalen Leben. Und habe mich dann nicht ganz getraut, wirklich für so einen richtigen, puren Alpjob mich zu bewerben, sondern bin dann dort in den Service gegangen, in einem Alpbeizli und habe am Morgen und am Abend Stall gemacht. Und dann hat mir das völlig den Ärmel reingenommen. Einmal während dem Misten. Ziemlich am Anfang, als ich Kühe gemistet habe, habe ich gemerkt, so, hey, das ist der einzige Job bis jetzt in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, das macht wirklich Sinn, was man macht. Die Kulisse ist eindrücklich. Das denke ich immer wieder, wenn ich komme. Das ist ja auch ein Grund, warum ich hier hergekommen bin. Das darf man fast nicht sagen. Aber da habe ich dann am Anfang schon gedacht, dass mir eigentlich gleich, was hier für Tiere sind, aber die Kulisse, die muss ich haben im Sommer. Dann ist das nachher auch mit den Geissen. Ja, das war dann wie Liebe auf den ersten Blick gewesen. Und dann hat nachher alles gestimmt. Das ist Hamburg, nicht speziell bekannt für seine Alpen. Hier fängt heute für ein Paar das Abenteuer von ihrem Leben an. Der Markus und Agnes geben ihre Wohnung auf und werden das erste Mal eine Alp führen, ohne vorher je eine Kuh gemolken zu haben. Unser Namensschild kommt ab. Wir sind hier genau für 6 Jahre eingezogen. Nun geht es zu Ende. Schild wird aber aufbewahrt, wird nicht weggeschmissen. Es sind Profis am Werk. Unser Plan ist,
dass wir werden 2 Jahre auf Europareise gehen. Und in diesen 2 Jahren werden wir in dieser Saison auf eine Alm gehen und auch eingeplant auch auf jeden Fall im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, jeweils eine Alpzeit machen. Dieses Jahr gehen wir auf eine Alp, Seealp, direkt am Seealpsee. Dort werden wir 20 Kühe betreuen und die melken und uns um die Gäste und Kühe kümmern. Stimmt, das Käsefondue. Ja, nehmen wir mit. Ja. Das kommt mit auf die Alm. Ja, heute sind wir dabei und machen ein bisschen einen kleinen Umzug. Alles Restliche, was noch übrig geblieben ist vom Haushalt, 3/4 des Haushaltes wurde es verkauft. Aber die Sachen, die uns wichtig sind, die haben wir behalten. Ja, und die kommen jetzt auf den Dachboden bei der Mutter von Agnes. Und dann sind wir schon ganz gespannt, ob das alles da oben reinpassen wird. Das wird nämlich sportlich. Wir suchen nach Sinnhaftigkeit im Leben. Wir haben gearbeitet. Markus hat 25 Jahre im Vertrieb gearbeitet, ich habe 20 im Personalwesen. Und eines Tages haben wir dann gesagt, wir müssen was verändern und aus dem Hamsterrad raus. Daher haben wir uns entschlossen, hier wegzugehen. Super, du hast auch einen Parkplatz. Nächste Station. Na, also, machen wir erstmal Tisch, Matratzen. So. Alter Ben. Oh, schwer. Ja. Ich wollte es verkaufen. So richtig zu schuften, ist sich zwar aus Hamburg nicht gewöhnt. Und Tag und Nacht auf einer Alp aufeinander zu hocken, auch nicht. Und es kommt bestimmt zwischendurch die Zeit, wo es auch kriseln wird. Weil es wird anstrengend werden. Es werden lange, harte Tage werden. Es wird anstrengend. Und da muss man schon wirklich ein sehr gut eingespieltes Team sein. Und das wird ein Test. Das wird ein guter Test. Aber ich bin guter Dinge. Ist das jetzt wirklich alles gewesen? Ja. Auf Wiedersehen, Hausstand, Haushalt. Wir sehen uns dann in 2 Jahren. Wer weiß das? Vielleicht auch viel nicht. Das weiß man alles nicht. Es ist Anfang Sommer in Bani im Prättigau. Hier planen Salzgebers schon ein Zeitchen drauf, dass es endlich losgeht. Auch wenn sie schon seit 25 Jahren zusammen zur Alp gehen. Die längste. Ist das für dort beim Kreuz? Oder? Ja, das spielt auch jetzt, oder? Nein. Das ist der Alpig wieder im Frühling. So. Das ist eine Sehnsucht, ganz verrückt. Viele sagen Alpfieber. Aber ich sage eigentlich Alpsehnsucht. Daher kommt man näher als das Alpfieber. Es ist aber alles grünet in den Bergen. Ich weiss jetzt geht es los. Und das ist so ein tolles Gefühl. Und ja, auf das planget man recht drauf. Ja. Ziemlich viel Material kommt mit auf die Alp. Also das bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Also die Sonnenblumen. Aber sie sind ja noch gut beugsam, vielleicht. Jetzt kommt auch noch die Katzenrolle. Komm, Maud. Die müssen wir schauen. Warte, Queen. Dass die Luft hat. So, ich tue noch zurück. So. Der Topf und die Taschen und dann ist es. So, ich glaube, es ist im Herbst. So. Für mich ist es komisch so mit der Zügelung. Also, wie ist denn da, als wäre nicht mehr? Und oben ist man noch nicht. Ist da immer so, als wäre anders als aus. Also, ein bisschen aufgeregter oder so. Da bin ich sonst ja nie. Und jetzt bin ich es, bis wir dann oben auch, als wir ihn abgeladen hätten.
Ja, also eigenes, ja. Man weiss, jetzt ist 3 Monate eine andere Welt. Jetzt kann man noch erfahren, jetzt kommt ganz etwas anderes auf einen zu. Und ist ja da. Die Fahrt auf Brigels in Sur Selva dauert etwa 1,5 Stunden. Die beiden gehen schon manches Jahr zusammen zur Alp. Aber auf der Alp Quader ist es erst ihre 2. Saison. Uila! Komm mal! Und das Lüftli! Boah! Robe! Jetzt schau! Das ist auch gut, hä? Tipptopp! So, die Minze! Die Katze Party Queen ist das erste Tier, das hier oben ankommt. Die 150 Milchkühe kommen dann morgen. Also, dass der Tiere gut geht, ist mir unheimlich wichtig. Weil sonst geht es einem selber auch nicht gut. Also, mal mehr jetzt. Wenn die Blumen so am Haus sind, dann bin ich auch daheim. Und so ohne Blumen tue ich mich halt als öde oder eben, als ob niemand daheim ist. Also, Blumen brauche ich fast. Und was für die Greta die Blumen sind, ist für ein Päck zu glüht. Hi. Wenn die da oben sind, dann weiss man, jetzt ist Sommer 22. Jetzt sind wir da. Noch die Kühe zu nachher und dann ist eigentlich alles da. Es ist früh am Morgen, Anfang Juni, auf der Alp oberhalb von Grindelwald. Heute ist Alpaufzug. Die Martina hat für diesen Sommer Verstärkung aus dem Ausland bekommen. Die Ricky ist meine Zusenderin von diesem Sommer. Sie ist aus Österreich und kommt schon vom Bauern. Und ich freue mich mega, mit ihr den Sommer zu machen. Ja. Weil die Alp, weil ich, dass ich da ein Inserat geschrieben habe. Und die Martina ist dann glücklicherweise auf mich gestoßen. Ich habe ihm gerade gesagt, die will ich. Ja, ich lese da die Inserate durch auf dieser Plattform Zahl, wo man die Zusenden findet. Und dann ja, schreibe ich Leute an. Ich habe nur jemanden angeschrieben. Nur die Wiki. Sonst niemand. Die Hühner sind schon da. Ich muss schnell den Hühnchen aufmachen. Heute kommen noch die Geissen dazu. Was ist denn drum? Die beiden Frauen helfen bei zwei Bauern mit beim Auftrieb der Geissen. Für das müssen sie sich aufteilen. Dann nach hinten und dann links. Genau, dann hinten, links und dann einfach der Straße folgen. Und dann dort, wo du die Vorsaß siehst. Fast. Ciao. Also ich freue mich jetzt mega. Also ich bin so gespannt. Vicky hat mich erst gefragt, ob ich nervös bin, aber es ist wirklich überhaupt nicht nervös. Es ist einfach so
extrem freuen. Und einfach so gespannt, ob das funktioniert. Also. Und los geht's. Vom Tal unter bis auf den Stessiboden ist es eine vierstündige Bergwanderung. Für die Geissen keine Sache. Und die Martina treibt die Vorfreude regelrecht auf. Das ist jetzt wirklich ein Startschuss. Und das ist jedes Jahr mega schön. Also vor allem je mehr Jahre sie gegangen, desto schöner wird es jedes Mal. Ja. Gell? Confidence is lacking, and all your friends are slacking, and you were just a shoulder for all of them to smolder. Ich habe das Gefühl, es zieht einem schon total da auf. Das fängt, bei mir fängt das, wir fangen schon im Februar ein bisschen an, darüber noch studieren. Und nachher dann so den letzten Monat vorher oder die letzten zwei Wochen vielleicht ist es wirklich, kann man es kaum mehr erwarten, zum aufzugehen. Es ist schon, also ich denke, es ist auch so ein bisschen wie eine Sucht, dass man wirklich dann muss jedes Jahr auch wieder gehen. Ja. Look your way, you're standing, you're too close to my new home. Look your way, your hand is, it's too close, but not enough. I said, I don't mind. 'Cause you'd be fine. Ich habe das Gefühl, die machen Scheissdreck. Einfach, weil sie es lustig finden. Und einfach so ein bisschen zum schauen, weil, was kann ich hier machen und was kann ich dort machen und wie viel mag es hier leiden. Und ich schaue jetzt einfach mal. So ist brav! Super! Gut gemacht! Bravo! Bis jetzt, also es ist wirklich mega einfach gekommen. Super zufrieden. Sie haben es gut gemacht. Sie haben nicht alle gut mögen. Aber im Großen und Ganzen nochmal. Oben auf der Alp wartet schon der Ivo, der Lebenspartner von Martina. So einfach gegangen. Hallo. Hoi. Ist gegangen? Hoi. Hey, es war so schön. Schon? Hey. Easy. Mega. Ja, wirklich easy. Hey, wir haben uns ja da vorgestellt. Ja, es geht. Das ist der Ivo, genau. Nein, er ist, also ja, er ist das Jahr Starthilfe. Und tut uns einfach helfen, damit ich der Vicky nachher ein bisschen das Zeug zeigen kann. Oder er zeigt es der Vicky eigentlich. Ja. Es ist einfach gäbig, wenn man noch jemanden am Anfang dabei hat, der es schon gut kennt. Und er kennt es schon gut von den letzten zwei Sommern. Dieses Jahr bleibt er aber nicht auf der Alp. Dafür eben die Vicky, die jetzt mit ihrer Gruppe Geissen daherkommt. Erste Feuertaufe bestanden. Sind ihr noch beim Rolf einkehren, oder was? Nein! Auf einen guten Sommer. Die Buruach ist sie das erste Mal abgelegen, gerade ich. Das ist die beste Senderin, die man sich wünschen kann. Ja, jetzt werde ich gerade rot. Ja, dann fange ich dann fast ein bisschen an zu rennen. Ja, Zurück im hohen Norden. In Hamburg gilt es ernst. Heute reisen der Markus und Agnes zusammen mit ihrer Berner Sennenhündin Wanda ab. So, noch das Bettchen, Wanda. Und dann geht's los. Komm, Wandi. Auf geht's, komm. Komm rein, Wandi. Komm in dein neues Heim. Komm, Puschel, hopp. Sie spürt, dass es losgeht. Komm, Puschel. Wanda! Ja, komm mit. Ja, hab keine Angst. Ach, Wandi, hab keine Angst. Hab keine Angst. Komm, Puschel.
Komm, ja, komm mit. Hurry up. Hurry up. Und hoch. Hier. Die ist wahrscheinlich verwirrt und aufgeregt. Ich glaube, die spürt das genau, dass jetzt losgeht. Hinterm Horizont geht's weiter. Ein neuer Tag. Hinterm Horizont immer weiter. Betreibe dir, die können sich nie verlieren. Wenn ich das los bin und nicht mehr sowas habe. Hier ist wieder alles voller Baustelle. Gesperrt, zu, Raschauer, Stau. Das macht keinen Spaß so. Nein, nein, nein. Oh Gott, ey. Das ist ja das, was ich meine. Das ist furchtbar, ist das. Ich freue mich einfach auf die Berge und auf die Ruhe und auf die Natur. Das ist mir alles zu hektisch, zu laut. Wir fahren Richtung Hafen und halten da direkt am Elbbrücken an. Und da wollen wir im kleinen Kreise unsere Freunde und Familie verabschieden. Ja, aber es ist kein Abschied für immer. Wenn es dunkel um dich ist und du da draußen einsam bist, nimm meine Hand und halt dich fest, damit der Mut dich nicht verlässt. Wenn du nicht mehr weiter weißt und du drehst dich nur im Kreis, still ich mich mit dir in den Wind, weil wir zusammen stärker sind. Ich und du. Richtig toll. Treue Seelen. Ja, wirklich super. Danke fürs Kommen. Es ist toll. 2 Jahre weg sein, sie planen. Mit der Option auf länger. So, jetzt ihr beiden bitte. Ja, wir beiden. Weitermachen. Für mich war das eine Herzensangelegenheit, meine Leute noch zu sehen und zu drücken und sich persönlich zu verabschieden. Besser als ja, per Brief, per WhatsApp, per Mail oder so. Genau. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss beim Auseinandergehen. Und wer noch nie in Hamburg war, der kann das nicht verstehen. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Tschüss. Emotional ist es heute auch im Bündnerland. Jetzt kommen wir da unten Ding, Bernard. Da zwischen den Dingen. Ah, da unten, ja, schau. Ja, schau. Normand. Aber noch den ersten, nicht schon dort dann. Ja, es trügt noch. Jetzt warten wir auf die Kühe. Schauen, welches startet. Und wenn es da losgeht, die einen sind schon ein Stück hier oben. Jetzt lebt es denn da. Jetzt kommen die. Jetzt merken wir den Sommer. Jetzt. Kommt Freude, brutal. Ja, hab ich aber das ist unheimlich emotional. Ja, für mich unheimlich emotional. Das ist
dann eigentlich hat das am wichtigsten, dass man das wieder noch einmal erlebt auf Olbig wieder. Ja. Nein, das ist traumhaft. Der man hübsch am Morgen und all so. Nein. Das ist unheimlich viel in Ordnung jetzt. Ja, das habe ich auch. Nein, das war nicht. Äupler mit Hut und Haar. Auf den Gletscher, schau, der Hund. Da zwischen den Bäumen ab, dort wo die Strasse kommt jetzt der Erste. Die Bauern bringen ihre Kühe eigentlich selber auf die Alp. Aber die Greta oder Peg können nicht einfach nur warten und zuschauen und gehen den Bauern entgegen. Ein gutes Gefühl. Da weiss man für was. Von morgen früh bis am Abend spät, was man zu tun hat. Aber die Welt draussen daran interessiert einem nichts mehr. Jetzt ist das das Wichtigste. Das muss stimmen und alles andere ist nebenzu. Ist direkt im Skigebiet von Brigles, wo man mit dem Auto herfahren kann. Die Kühe laufen aber rauf. Ja, ist gut gegangen. Das erste Mal super. Ein bisschen springen, die Lunken ein bisschen weiden vom Hirt und den Hund nicht sauber machen. Nein, wirklich. So ist toll, das hat dann ein Wahlausfreiser sind, aber ja, holt mal Albig. Ist gut gegangen, wirklich. Ich bin sehr zufrieden. Und ein bisschen Salzgebers für die 150 Milchkühe von 11 verschiedenen Bauern zuständig. Die Kuhzusammensetzung geht los. Jetzt kommt der Zauberst auf, wenn sie du abholst, ist kein Jetzt kommt von jedem Bauer, also jeder Bauer ist so allein im Stall und auf dem Bett. Ja. Es hilft den Tieren, sich schneller an ihr neues Zuhause zu gewöhnen, wenn sie ihre ursprüngliche Herde um sich haben. Und das ist ein Peg sein oberstes Ziel, glückliche Tiere zu haben. Nein, um die anderen, das haben wir keine Chance. Die haben auf einer Weile geübt. Von beiden Seiten und hinten. Und Nein. Alles gut. Ich denke, eine Kuh muss merken, der will nichts böse von mir. Der will mir eigentlich will mit mir zusammenarbeiten. Das ist wichtig. Gerne habe ich eigentlich, wenn man mit Streicheln, also mit einem Flottieren umgehen kann. Jetzt ist es flott, ja. Jetzt stimmt's. Jetzt ja, ist das ein gutes Gefühl. Wunderbar. Jetzt fängt es an, wenn wir auch mal haben und gewinnen das weiße Gold der Alpen. Auch das Grindelwald steht das erste Mal Melken auf dem Programm. Einfach mit Geissen. Hey! Kommt! Hey, 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 hey! Ha, 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 ha!
unser Lärm und so, das ist jetzt wirklich nur in den ersten 3-4 Tagen. Das sollte nicht zu oft passieren. Die Vicky, die neue Zusendin, hat als Lehrmeister der Ivo zugeteilt bekommen. Der stimmt, das ist der praktische. Und dann kannst du es mal fallen lassen. Dann unten an. Genau. Und jetzt kommt der, das ist jetzt eben durch dein früheres, würdest du anfangen wieder, oben ran. Und dann hier an die Luft. Erfahrung im Becken habe ich schon, aber mit Ziegen weniger, weil in der Kindheit bei den Kühen. Ja, jetzt anmelken wird heute noch der Ivo übernehmen. Und mit der Melkmaschine, das wird mal zeigen und das wird schon funktionieren. Es kommt. Jetzt können wir, normalerweise geht das dann besser. Das ist jetzt die ersten paar Tage ein Riesenterror. Jetzt ist das wirklich what the hell. Aber in ein paar Tagen geht das eigentlich von selbst. Okay. Jetzt ist die Idee, diese Ziegen müssen hier durch diese Türe. Ich bleibe bei der Türe, mache sie reinschauen und du bringst mir einfach Ziegen. Kommet, hopp, kommet. Komm, Gargi, du weißt auch, wie es geht. Kommet, hopp. Kommet, komm, so ist gut. So. Hossa. So. Ein halbwegs geordnetes Chaos. Es hat halt auch Geissen drunter, die noch nie zu halb waren. Aber das geht schon ziemlich gut. Wirklich unten nach oben. Weil wenn du sie so ein bisschen wie schräg, kann es dir passieren, dass es die Zitzen umkleckt. So. Und dann kommt nichts. Ein bisschen aufhängen, gut. Und normalerweise, ab morgen Abend, stehen dann da noch 2 Bier. Und dann jetzt hast du Zeit für einen Schluck. Genau, dann kannst du immer einen Schluck Bier nennen. Jetzt ist fertig, jetzt bist du Portier. Ja, auf, raus! Seealpsee im Alpstein ist das neue Zuhause von den deutschen Auswanderern. Sie sind vor 2 Wochen mit ihrem Wohnmobil angekommen und bereiten sich seelisch auf ihren ersten Alpsommer vor. Gleich kümmern sie sich hier um 20 Kühe. Will nicht mehr suchen, will nur noch finden, will ankommen und Lieder singen. Will nicht mehr suchen, will nur noch finden, will tanzen über den Ding. Viele haben erzählt, mit einer der schönsten Plätze in der Schweiz. Wenn man erstmal alles so auf Bildern sieht, mag man das gar nicht für wahr haben. Aber jetzt, wo man hier ist, kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Das ist hier echt wie ein Paradies. Die Entscheidung, Zelte abzubrechen und in die Schweiz zu gehen und hier auf die Alm, haben wir bis jetzt noch nicht bereut, obwohl der Alltag noch nicht eingekehrt ist. Ja, bisher ist ja noch Ruhe vom Sturm. Richtig. Heute müssen wir ins Tal hinunter und dann auf den Hof zum Albert, um das erste Mal Kühe zu melken. Zumindest. Premiere. Versuchen. Versuchen, genau. Mhm. Mhm. Die Reise war lang. So viel gesehen. Noch kam ich nirgendwo an. So viel versucht, gekämpft, 1000 Menschen getroffen. Manche verflucht und mit manchen gesoffen. So oft gestrandet, so oft geblendet. Vieles ausprobiert, am Ende sicher gelandet. Sicher gelandet. Gelandet sind Markus und Agnes hier beim Bauer Albert Breitenmoser.
Ihm gehört Alp und auch Tiere, die dir raufgehen. Jetzt wieder zu. Schnell zu, Markus. Super. Gut. Siehst du, und jetzt. Warte mal. Ja, ja, ja. Die werden eigentlich am Platz gehen jetzt. Hopp. Ja, jetzt geht's dann zum Melken. Das wird natürlich auch noch mal sehr spannend, weil das ist das erste Mal. Jetzt musst du immer schauen, dass die gut steht, dass die nicht umkippt, oder? Dann nimmst du einen Schlauch und hängst ihn oben an dort. Genau. Aufmachen, ja. Bis zum Anschlag. Dann machst du einen Schritt zurück und ziehst als erstes den hoch. Siehst du, damit der schön regelmäßig schlägt. Jetzt schlägt sie schön. Jetzt kannst du sie anhängen. Siehst du, und jetzt kniest du dich dorthin und machst mal die Zitze sauber. Oder die Zitzen sauber. Was ich ganz sicher nicht mache, ich nehme keine Leute, die sich anerbieten mit Alpenerfahrung. Ich will ausschließlich Leute ohne Erfahrung. Und dann kann ich ihnen das genau so vermitteln, die Arbeit, was bei mir machen müssen, ohne dass sie irgendwie schon voreingenommen sind. Oder? Ich kann ihnen genau so sagen, wie es ich will. Und jetzt nimmst du einen Vormilchbecher, stellst dich wieder vorne hin und versuchst dann mit diesen zwei Fingern da zwei, drei Strahlen pro Zitze dort in diese schwarze Fläche reinzumelken. Siehst du, die Milch die ist schön weiß, nicht flockig, nicht rot, nicht gelb, nicht wässrig, alles okay. Auch Agnes bekommt ihre Einführung in die Welt des Kuhmelken. Jetzt hängen lassen. Weil solange hier Knicke sind, saugt sie sich oben nicht fest. Mhm. Verstehst du? Mhm. Also ich habe festgestellt, etwa nach einer Woche haben sie die Abläufe drinnen und alles. Ja. Siehst du, und jetzt fließt die Milch. Die Kuh anders zum Melken und mit der Zeit merkst du genau, wie du die Kuh hergehen musst. An die entsprechende Kuh. Bei der einen Tasse sieht nichts, bei der anderen sieht nichts. Die eine stellt sich ein bisschen blöd her, die andere stehen perfekt her und so weiter. Ist jede anders. Er vertraut uns 20 Kühe an. Ja. Und 3 Kälber. Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Und sein Hab und Gut, sein alles, genau. Also das finde ich auch schon wahnsinniges Vertrauen, was man da entgegenbringen muss. Es ist noch mitten in der Nacht, 3 am Morgen. Für eine Pegzeit zum Anfang. 132 Kühe melken dauert das Zeitli. Komm bei, komm da. Komm da bei. Brav. Oh, wir haben schon ziemlich gute Herden gebildet. Und die erste Gehand kommt eigentlich viel. Ein paar Jungen noch. Müssen das noch lernen, ja. Muss man ein bisschen Gas geben und dann ist es nachher gut. Ist halt hübsch so. Morgen sammeln. Abend wird mir Überraschungen. Heute ist jetzt alles gut, aber das hat man schon jenseits erlebt, ja. Aber es ist der hübsche. Ja, gefällt mir eigentlich. Morgen die Sammlung. Und gerade so, wenn es Vollmond ist oder so, ist es einmalig. Auch. Gehört zum Alpenleben. Andere schlafen am Morgen 3. Machen wir schon einen intensiven Morgenspaziergang. Für ein paar Kühe ist das alles noch Neuland, das Alp. Für den Peg und seine Frau sind zig Jahre die schönsten der Welt. Aber auch bei solchen Routiniers läuft am Anfang der Saison noch nicht alles nur wie am Schnürli. Eine haben wir noch vergessen, an uns zu binden. Oh! Wo ist jetzt das? Das ist zu, ich habe Ihnen eine nicht angebunden. Jetzt ist raus, schauen, wie der Tag wird. Jetzt tut der Hund heben, dann ist nicht mehr rausgekommen.
Käse wird auf der Alp Quader nicht mehr selber. Die Milch geht ganz von allein in die Zennerei runter. Hightech, Irsur Selva. Hier ist der ganz dünne Schlauch, also ein Viertelzoll Schlauch, wie ein kleiner Finger. Und dann geht die Milch durch den Boden. Ist die Leitung mehr 6 Kilometer. Ab bis in die Dorfkäserei. Sie hat 32 Minuten von hier bis ins Dorf, die 6 Kilometer. Wenn das Rohr grösser wäre, sagen wir, der Schlauch wird die Milch viel geschwinder weg. Und dann tut sie sie überschlagen und dann tut sie ausbuttern. Und dann hat die Erde unten nur Buttermilch und Butter eigentlich. Weißt du das? Aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Nein, nicht daher. Komm rüber. Komm rüber. Ja, also so am Morgen, den machst du ja recht gerne, dann sind sie ruhig. Am Abend ist dann nicht halbwegs so viel Ruhe. Da hat man dann sehr die Schwanz im Grind und ja. Aber am Morgen ist es eigentlich beruhigend. Auch wenn der Peg selber keine Kühe hat, sind Tiere etwas vom Wichtigsten für ihn. Der Kuh kommt direkt nach der Frau und der Kind. Wirklich, mein Leben ist die Kühe. Sei es Zucht oder eben Alp oder Alp hat irgendwer zusammen. Gib mir also du, liebe Tiere. Und ästhetisch hübsch. Also, ja, eine Kuh ist einfach im Begriff der Natur für mich. Die gehört in die Bergwelt. Und wohl, das ist schon, die Kuh ist mein Leben, sage ich. Die ganze Melcherei dauert etwa 2 Stunden. Dann dürfen sich die Kühe wieder in die saftigen Gräser machen. Hier sehen wir das Nebelmeer, hier sehen wir die Sonne, wir haben alles. Wir haben, ja, ich weiß nicht, wer es hübscher hochkommt. Wir sind eigentlich. Der Herrgott hat uns einen hübschen Platz dazu gehückt. Wir müssen ganz gut gewesen sein im vorigen Leben, dass er nicht dazu getan ist. Und in der nächsten Folge gilt es auch für die Deutschen ernst. Sie haben einen Dampf drauf, das ist ja unglaublich. Ich glaube, so schnell bin ich hier noch nie raufspaziert. Alter, die gehen ab.